Herzlich willkommen bei Serienflash Alarm für Cobra 11. Ich begrüße euch total und recht herzlich zur Sendung. Ja, wie gesagt, Cobra 11 ist ja in aller Munde seit 1996 bei RTL. Ein Dauerbrenner mit Semir Gerkan, mit Helmut Klein, ja, und so weiter. Ihr wisst, der Helmut Freund und natürlich Semir. So, Erdogan, Atalay und Kirsten Körbin ist und bleibt ein Dauerbrenner bei RTL. So, jetzt haben wir eine Fangruppe seit 1996 am Laufen und jetzt, wo es alles neu wird, haben wir uns gedacht, gehen wir auf Sendung. Wir gehen sogar live auf Sendung. Das dauert halt ein bisschen, weil wir jetzt erstmal die Kamera hier bekommen haben, eine sogenannte 4K-Kamera von der Firma Sony, die dann, wie gesagt, eingearbeitet werden soll. 4K also. Es ist 4K. Ja, ja, ja. 4K. So, diese Kamera soll dann als normale Kamera vor einem Computer eingesetzt werden, als Live-Kamera. Diese Live-Kamera soll dann, wie gesagt, euch animieren, zuzuschalten, darüber sinnen, ob ihr Cobra 11 mögt oder nicht, warum ihr Cobra 11 mögt und seit wann ihr dabei seid. Auf diesem Wege begrüße ich erstmal die Hauptakteure Anja, Anita und Maya. Ja, so, die immer an der Front, immer dabei und auch mit Erdogan korrespondieren, auch mit Kevin korrespondieren, also Helmut, ne, den Darsteller. Manchmal weiß ich jetzt nicht, wen soll ich da jetzt nennen. Pia zum Beispiel, ich weiß ja gar nicht, wie die heißen wird. Die Pia, die da neu sein wird. Man hat sie jetzt schon vor laufender Kamera gesehen. Man hat einige Einstellungen schon gesehen, denn sie sind ja kräftig am Drehen. So, im Jahr 2020 ist endlich eine Frau neben Erdogan. Ach, herrlich. Ja, Frauenquote. Ob das alles so sein muss, weiß keiner. Ich bitte euch total recht herzlich, sie einfach zu begrüßen am Set, sie zu begrüßen in der Serie und wie gesagt, herzlich aufzunehmen. Und lassen wir uns doch einmal von RTL und von Action Concept das Ganze und von den Regieleuten und von den Dramaturgisten uns einfach mal, ja, überraschen, was an Storys sie ihr auf den Leib schneiden, wie sie heißen wird. Kommissarin, keine Ahnung. Na, also ich habe sie jetzt halt nur in ihrem Auto gesehen. Sie hat vor der Kamera gelächelt. Sie ist am Set. Helmut muss auch sehr viel lernen für sein Set. MMC-Studio in Köln. Da sitzt er nämlich. Da ist alles hingebaut worden. Es hat einen Umschwung gegeben, eine komplette Neuausrichtung. Es wird ganz woanders gedreht. Ja? Lassen wir uns mal überraschen, wie das neue Kommissariat aussieht. Semir hat ja schon die Decke drapiert, indem er da, ne, hat er da ein Löchlein reingedonnert. So ein Malheur kann schon mal passieren. Ne? Er ist ja hin und wieder mal ein bisschen hibbelig. Ne? Ja. So, er ist ein toller Schauspieler. Ich frage mich manchmal, wieso sie so düster angefangen haben. Die erste Folge. Wer TV Now schaut, ist ja immer eine Sendung im Voraus. Ja? Der Rettungsdienstleistende, der da ausrastet, ja, ist halt so für die, die TV Now schauen, die wissen dann halt ein bisschen mehr. Und für die, die nur RTL sehen, sehen halt, was sie jetzt sehen, die nächste Folge, wo die da halt beide ermitteln. Ja, also wie gesagt, seit 1996 läuft das. Wir hoffen, dass es weiter laufen wird. Die Frage lautet nur Action Concept, die Frage lautet nur RTL und die Frage lautet die Serie Alarm für Cobra 11. Daraus jetzt eine Sendung zu machen, ist nicht einfach. Daraus eine Live-Sendung zu machen, Fan to Fan, ja, wo Fans reden können, wo Fan Sachen einbringen können, wo Fan ihre Bilder zeigen können, hier dürft ihr natürlich. Wir haben natürlich hier auch einen Stammtisch, wo ihr vorbeikommen könnt, demnächst, und deswegen habe ich die Sendung heute gemacht, demnächst könnt ihr, also Ende oder Anfang November 2019, könnt ihr das Ganze in 3D verfolgen, in 3D
Auflösung im Netz. Die Firma Google erscheint und nimmt hier alles auf in 3D, damit ihr seht, was das hier überhaupt ist. Natürlich sind wir eine Mini-Produktionsstätte hier, eine kleine Produktionsstätte, und wir helfen vielen. Also ich bin ja der Admin für Star Wars, der Admin für RTL 2, krass Schule, und einmal der Admin Alarm für Cobra 11, die Autobahnpolizei für RTL. So, das sind so drei Baustellen, die ich betreue, Fan to Fan, unterhalte mich mit Fans. Wie gesagt, am Freitag war dann zufälligerweise Pro7 hier mit Voice Over. So, da waren welche, ich habe sehr viel erfahren, aber darüber möchte ich jetzt nicht sprechen, aber ich weiß halt, was los ist. Es ist viel los bei den Großen und deswegen muss man immer schauen. So, ich sage hier Serienflash, Alarm für Cobra 11. Serienflash bedeutet, weil das eine Serie ist. Eine Serie aus dem Jahre 1996, im Jahre 2019 immer noch am Laufen, 2020 sogar, mit einer Frau. Da müssen wir natürlich kurz einhaken. Alarm für Cobra 11 war ja schon mal mit einer Frau und einem Mann. Das hat da nicht so hingehauen. Das war ja auch nicht Cobra 11, das war ja sozusagen Cobra 12. Ne? Also die waren ja anders. Zwischendurch hat man dann gehört, dass sie mir gefragt hat oder so, wurde damit eingebaut. Hat nicht lange funktioniert. Müsste jetzt nachrechnen, wie viele Folgen es waren. Es waren nicht halt so viele. Aber es waren davor ja auch viele andere, die da als Serie auf den Weg gebracht sind. Die Motorradpolizei zum Beispiel war auch nicht schlecht. Also worum geht es hier? Wie gesagt, Serienflash, Alarm für Cobra 11 ist ein Serienflash, weil es eine Serie ist. Hat nichts mit Serienflash meines Kollegen zu tun. Der Serienflash macht aus Hollywood und andere Filme. Nein, wir bleiben bei einem Thema, Thema RTL. Wir bleiben bei den Schauspielern, die da agieren, und wir bleiben natürlich bei der Serie selbst. So, ihr seid total recht herzlich willkommen. Und ich hoffe, ich bekomme die Sendung gut hin. Ich hoffe, euch gefällt die Sendung. Und ich hoffe, dass vielleicht einige mitmachen werden. Und ich hoffe auch, dass irgendwann mal welche mit dabei sein werden vor laufender Kamera in meiner Sendung. An sich mache ich die Sendung alleine, wie mein Kollege Serienflash. Der macht das halt auch alleine. Und noch einmal, es gibt zwei Werbefirmen. Das ist einmal YouTube. Ja? Da gibt es Tube One. Für Tube One arbeitet für YouTube. Der Obermantel ist Google, deswegen kommt auch Google zu mir, um das hier aufzuzeichnen am 19. Und dann gibt es noch WebDia, die Firma WebDia. Einfach mal mit Google einsehen und dann seht ihr mal, wofür diese Firmen ihre Werbung machen, die arbeiten. So, dann gibt es das MMC-Studio, das jetzt, wie gesagt, involviert ist für Alarm Cobra 11, wo Helmut sein sogenanntes Umfeld hat, seine neue KTU auf Deutsch gesagt. Da geht es also, wie gesagt, richtig zusammen. Also es ist ein riesen Umbruch. Viele Firmen arbeiten, viele Firmen hängen damit drin. Wir wollen halt nur für die Fan to Fan, nur mit Fans arbeiten und uns austauschen. So, in der Welt von Star Wars ist klar, und von der Welt von dieser Schule, krass Schule, RTL 2, ist eine andere Baustelle, wird also nicht hier eingeflochten, nur heute mal. Ich begrüße euch total und recht herzlich, Serienflash, Alarm für Cobra 11, RTL, Donnerstag, 20.15 Uhr oder bei TV Now. So, Nils Kerwin und Erdogan Atalay sind die Hauptdarsteller von Alarm Cobra 11. So, irgendwann vor langer, langer Zeit, 1996, ging es los. Erdogan erschien als Semir Gerkan mit dem Hund Rambo. Leider Hund Rambo und die anderen Hunde, die zwischendurch mal in dieser Serie aufgetaucht, leben leider nicht mehr. Aber die Serie lebt mit Erdogan Atalay als Semir Gerkan. So, diverse Kollegen waren an seiner Seite und nun wird eine Frau erscheinen im Jahre 2020. Im Moment, im Jahre 2019 hier, November und vor allen Dingen September, Oktober,
sind die kräftig am Drehen für 2020 in Düsseldorf. Auf einen Sonntag, auf einen Samstag, mitten in der Woche. Wurde gedreht in Düsseldorf mit Motorrad und so weiter und so fort. Wird also eine Menge auf uns zukommen. Ob jetzt die neue Pia da schon das darstellen sollte, dass sie da gefahren ist, weiß ich jetzt leider nicht. Aber jedenfalls ist eine Frau mit der Maschine da durch Düsseldorf und die Kamerafahrten hinterher. Also ich sehenswert bei den Dreharbeiten zwischendurch dabei zu sein, zuzuschauen. Es macht einfach nur Spaß. Die Sendung Alarm für Cobra 11 ist eine RTL-Geschichte, die von Hermann Johr ins Leben gerufen und von Hermann Johr und seiner Truppe, sein Action-Konzept auf den Weg gebracht wird. Über 7000 Autos sind mittlerweile von 96 bis heute dort verschrottet worden und über 400 Liter Kunstblut ist vergossen worden. Mittlerweile, schreiben wir das Jahr, fast 22 Jahre lang, ist das Ganze schon am Laufen. Also über 20 Jahre läuft es. Wir hoffen, dass es vielleicht nochmal 20 Jahre läuft. Aber da müsste man nachrechnen, dann wäre es 7,74. Ich weiß nicht, Kevin, beziehungsweise Nils, der wäre dann 65, es geht also gerade noch. Aber Semir wäre dann weit über 70. Ich glaube, kein Kommissar arbeitet noch über 70. Aber wollen wir mal hoffen, dass es mindestens 25 Jahre wird. 25 Jahre Alarm für Cobra 11. Wir hoffen, dass RTL am Ball bleibt. Ja? Ich weiß, die Einschaltquoten sind nicht immer, aber man kann hier dran arbeiten. So, wir als Fangruppe seit 1996 sind jetzt on air. Wir bemühen uns mit, wie gesagt, direkten Aufnahmen mit dieser Sendung Serienflash Alarm für Cobra 11. Wir versuchen es halt zu animieren und zu sagen, ey Leute, macht doch mit, lasst uns Alarm für Cobra 11 erhalten, unterhaltet euch mit den Schauspielern, interviewt die Schauspieler, geht hin, schaut euch an, wie die arbeiten, Action-Konzept vor allen Dingen, und schaut euch an, wie das alles gemacht wird, wie viel Arbeit, wie viel Herzblut darin steckt. Dass Daniel Rösler vielleicht irgendwann wieder zurückkommt, wer weiß, warum auch nicht. Tom kam ja auch zwischendurch, Tom Beck kam ja auch, wie gesagt, einmal wenigstens zurück und war auch eine tolle Geschichte. Ja? Sah also nicht schlecht aus. Ja, Semir hat zwar seinen 50-Jährigen nachgefeiert, wie gesagt, Semir ist ein bisschen älter. Ja? Also Erdogan ist ein bisschen älter, Semir ist halt ein bisschen jünger. Ne? Ist halt so dramaturgisch wichtig zu erkennen, dass Schauspielerei und Realismus immer unterschiedlich ist. So, Serienflash, Alarm für Cobra 11, ist eine Geschichte, die ausgedacht und jetzt auf den Weg gebracht und hofft, Anklang zu finden. Da Google schon gesagt, wir mittlerweile 6,8 Millionen Zuschauer haben. Wir haben 6,8 Millionen Zuschauer. Sonst wäre Google nicht auf uns aufmerksam geworden. Dann wäre Google nicht zu uns gekommen und sagt, ey, wir nehmen euch auf. Wir nehmen euch auf in ein Portfolio. Ja, und haben uns auch einige Sachen da gezeigt. Ist also eine Menge, 6,8 Millionen Zuschauer beziehungsweise Interessenten. Keine Ahnung, wie Google das da so sieht. Klicks, also Anschauungsklicks. Wir merken auch, weil wir eine separate Schaltung haben, dass auf diese separate Schaltung Telefonnummer angerufen wird und dass wir halt einige neue Kunden haben. Wir hoffen natürlich, dass wir nicht nur wegen der Kundschaft die Sache hier ans Leben erhalten, sondern auch als Fan. Ein Fan von RTL. Ich werde demnächst einige grüßen, die für RTL schon gearbeitet haben, ihre Beine, ihre Füße, ihre Hände dort gegeben haben, die dann bei RTL aufleuchten, ja, so tanzende Beine oder so, ne? Melanie Scheid zum Beispiel. Melanie Scheid hat ihre Beine und ihre Füße zur Verfügung gestellt und dann tanzt sie da für RTL nach der Musik zum Beispiel. Einige haben auch andere Sachen zur Show gestellt etc. Also RTL ist schon eine tolle Geschichte. RTL seit 88, 89 sehe ich es und hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Seitdem bin ich RTL verbunden. Auch RTL 2 schaue ich mir an. Die anderen gefallen mir auch, aber nicht so wie dort. Seitdem 96 Alarm für Cobra 11 läuft, bin ich natürlich seitdem
RTL-Fan und schaue mir halt die Sendung, seitdem es Internet gibt, seitdem es TV Now gibt, bin ich natürlich dort auch. Kostet alles horrendes Geld, das muss natürlich auch erstmal verdient werden, um es ausgeben zu können. Einige machen da einen das Leben ein bisschen schwer. Es gibt ja Firmen, die vieles behaupten und dann, ja, sie behaupten halt und dem muss man dann leider wie bei Cobra 11 erstmal den Garaus machen. Na? Ist halt so. So, was wollen wir eigentlich mit dieser Sendung bezwecken? Serie Flash Alarm für Cobra 11. Also wir wollen erstmal versuchen, einige vor die Kamera zu bekommen in diesem Studio hier. Dann möchten wir Kontakt aufnehmen mit Fans. Maya, Anita zum Beispiel sind echte Fans, waschechte Fans seit dem ersten Tag. Natürlich mit Nils gerne auch mal vor laufender Kamera agieren und natürlich auch mit Erdogan vor laufender Kamera agieren. Da muss natürlich zugesehen werden, dass irgendwie Zeit ist. Wie hier ist eine Firma, die nicht so viel Zeit hat. Die Schauspieler haben nicht so viel Zeit. Man unterhält sich natürlich bei Facebook, das macht unheimlich viel Spaß, wenn man dann auch sieht, wenn die Künstler selber hin und wieder da ihre Sachen machen. Und wenn man dann zum Beispiel Erdogan in einer anderen Sendung, Matilda Hill Show zum Beispiel, sieht als Semir Gerkan. Also ist schon eine schöne Geschichte, ja, die mittlerweile so am Leben ist. Und eins, RTL, Erdogan selber, ja, Nils macht selber. Nils hat ein erstklassiges Wohnmobil, auf Deutsch gesagt, eine Sauna als Saunamobil. Ja, macht da Werbung und könnte sicherlich auch irgendwann mal irgendwo mieten oder so. Müsst ihr mit Nils dann selbst sprechen. Nils macht natürlich auch Unterricht in Berlin. Frank Montenbruck hat sich da direkt eingeschrieben, möchte von ihm unterrichtet werden. Frank Montenbruck hat ja auch dort mitgemacht im Hintergrund. Jetzt macht die KTU alleine der Helmut. Ja, Helmut macht also alleine die KTU. Wie gesagt, es macht einfach nur Spaß, Alarm für Cobra 11 zu schauen. Gut, wer sich diesen Marathon über sich ergehen lässt, fast über 300 Folgen, die da abgelaufen sind, Staffeln, ja, wir sind jetzt in Staffel laut Video, Staffel 34, also man kommt da schon ein bisschen durcheinander, aber es sind fast 300 Folgen. Also wer sich die DVDs gekauft hat, weiß, welche Wandschrank voll steht mit Alarm für Cobra 11. So, das war eine Sendung von mir. Serienflash, wie gesagt, ich hoffe, Serienflash Alarm für Cobra 11 wird Spaß machen. Ist ja jetzt brandneu. Ich habe also nicht so viel zu berichten, wie das, was zu berichten war und was auch online steht. Dass Pia, die neue Darstellerin, erscheint als, und man konnte auch sie schon in einem Auto sehen. Man konnte sie also auch schon an einem Set sehen. Also es macht schon Spaß, wie gesagt. Man muss erstmal gucken, wie die Fans das Ganze annehmen, ob die Fans das annehmen, wird man sehen. Also meiner einer ist pflegeleicht, ich schaue mir alles an, damit auch ich meine Sendung vollpacken kann mit Informationen. Ihr dürft TV Now schauen, ihr dürft TV Film gucken oder TV Spielfilm, da steht auch einiges drin. Also momentan ist viel vor, also es steht viel drin. Was da so abgeht, Telekom schreibt darüber, Bild-Zeitung hat darüber geschrieben, diverse andere Zeitungen haben darüber geschrieben. Also es steht eine Menge drin, ihr braucht nur googeln, eingeben und nachlesen. Und wenn euch Alarm für Cobra 11 gefällt, dann seid ihr auf der richtigen Seite. Und wenn euch diese Sendung auch gefällt, seid ihr auch im Informationsfluss. Dann versucht das Bestmögliche zu machen, kurz und knapp, damit ihr auch Spaß habt. Ihr dürft auch vorbeikommen zum Stammtisch. Wir können auch sicherlich schöne Sachen machen, wenn wir großes Glück haben, auch mit den Schauspielern zusammen, wenn wir Glück haben. Aber dann schreiben wir das Jahr 2020. So, jetzt schreiben wir erstmal 2019 und jetzt ist erstmal der Block bald zu Ende. So, wir sind schon einen Block weiter durch TV Now, der Rettungssanitäter, war auch eine tolle Geschichte. Wenn ihr bei uns seid, RTL Cobra 11 Freunde, bei Facebook könnt ihr natürlich schon einige Szenen sehen, die da eingebracht wurden. Ich habe also, wie gesagt, vor
diese Live-Geschichte mit dieser Spezial 4K-Kamera, will ich Live-Sachen machen, die also richtig rüberkommen. Ich muss nur gucken, wie ich die Kamera angeschlossen bekomme. Dazu soll noch ein externer Computer kommen mit externen Programmen, damit das also auch eine gute Sendung. Wir haben natürlich ein bisschen Probleme mit dem Facebook selbst, weil Facebook cut manchmal sagt, nö, ist nicht möglich, geht nicht, wollen wir nicht. Das ist Facebook. So, wir können das natürlich auch bei YouTube einbinden, haben wir also auch schon getestet, das geht. So, irgendwo machen wir eine Live-Schaltung, einmal im Monat oder so, kommt drauf an. Hier unsere Sendung bleibt, die Sendung kann man abrufen, auch bei Uprom TV. Du bist TV, Ultra HD, Web TV. So, mehr geht nicht, das ist viel Mühe, viel Arbeit, die hier drin steckt und auch Herzblut und Spaß, vor allen Dingen Spaß. Das Ganze soll Spaß machen. Auch bei 6,8 Millionen Zuschauern bei Google, also kann man nicht als Zuschauer, also bei Google werden Klicks, also 6,8 Millionen haben schon geklickt, aus welchem Grund auch immer. So, Zuschauer haben wir, keine Ahnung. Google hat auch da eine Zahl zwischen 20.000 und 30.000 gesprochen, finde ich alles hochgradig interessant. Ich muss also Google schon vertrauen. Google kommt nicht einfach auf uns zu und sagt, hey, wir wollen eine 3D-Geschichte mit euch machen. Natürlich müssen wir auch bezahlen, ist klar. Aber dennoch, ja, die kommen ja nicht umsonst auf uns zu und sagen, jetzt machen wir eine 3D-Geschichte, damit ihre Kunden sie sehen können in 3D, also nicht mich.